Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück beim Team Farming Projekt hier wieder auf der schönen Hof Bergmann. Ja, hier ist ordentlich was auf dem Hof unterwegs. Manuel und Vloggy sind auch wieder dabei. Hallo. Hallo. So, ich kann hier die ganze Zeit Milch von A nach B. Das ist Wahnsinn. Damit wir hier mal ein bisschen Käse bekommen. So, ich glaube, das passt jetzt nicht. Oh, ich renne so schnell. Das passt nicht mehr alles da rein, oder? Hallo, Anzeige. Anzeige. Gibt's, Oh, doch. Aber mehr machen wir erstmal nicht. Ah ja, hier. Ja, die ist fast voll. Das heißt aber, wir können hier wieder einen Käse nehmen. Und ins Regal schmeißen. Der ist nicht fertig. Ja, der passt noch locker. Alles locker sehen. Mann. Ja. Habe ich denn gut gepflanzt? So. Ah, da ist noch Rubin drin. Das ist schlecht. An. Warte doch einen Moment. Dann gucke ich mir das an. Huch. Oh, da sind Bäume. Ja. Ganz viele kleine Bäumchen. Setzlinge. Oh, sieht doch gut aus. Danke. So, ja, genau. Das ist das, das ist das. Naja, gucken wir mal in Hühnerstall kurz. Ja, ich höre es schon wieder. Ja, Küken, ihr seid schön hier. Komm. Habe ich die? Achso. Ich muss mal kurz klauen gehen. Uiuiui. Soll ich nicht wahrscheinlich von Fahrsilo direkt anpflanzen? Ist glaube ich nicht so logisch. Nee, da nicht. So. Oh, ich habe eine Idee, aber ich mach was Schönes. Ich mach noch was Schönes. Ah ja. So, jetzt habe ich glaube ich da nicht gepasst. So, komm, Kiste, komm mit. Komm mit. Na. Hä, wie war denn das? Hä? Das ging doch irgendwie. Wieso geht das jetzt nicht? Wie war das jetzt? Boah. Ich will ja nicht anschalten. Ja, sieht gut aus. Aber nicht in die Richtung, nicht in die Richtung. Ah, Befüllung starten. Jetzt geht das. Ich will das auch ein bisschen schön haben, Manuel. Aber da habe ich noch gar keine Bäume weggemacht. War schon ganz von Anfang an so. Bisschen schön machen. Ich mach dich gleich schön. Ich schnippe gleich deine Haare. Das ist eine Klötze. Sie ist aus wie Peter. So. Ich glaube, wir hätten dann noch ein paar mehr von den Kükenkisten holen können. Ja, Küken sind ja immer besonders viel und da passt besonders viel rein, nicht? Ja, zur Not kann man die Kiste auch nochmal anpassen. So, das haben wir. Dann kommen hier neue
Eier rein. Zack. Und ja, da brauchen wir nochmal. Nachschub. So, Nachschub, richtig. So. Die letzte Setzlingspalette. Das heißt, auch noch. Das läuft. Wie sieht das generell? Ich finde die Baumpflanzmaschine echt. Also mir macht Spaß, mit der zu arbeiten und dann mit so einem kleinen 300er Fan. Muss ja auch noch schauen. Oh, so, das weg. Dann gibt's noch ein bisschen Wasser hier. Also, der ist schon voll. Wasser. Hallo? Ah ja. Einmal voll machen, bitte. Okay. So, dann ist das erledigt. Dann sind die auch versorgt. Die Ziegen. Die Ziegen. Das haben sie. Die brauchen auch noch Wasser. Nein, nein, nein. Ja, ich nehme meinen. Kommen die noch ihr Wasserchen da drüben, dann geht's denen auch gut. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Wasser drin ist. Oh ja, 6000 Liter. Das passt. Ja gut, nicht viel, aber passt. So, ich will jetzt ein Fass kaufen. Ich will ein Fass haben. Nee, ein normales Transportfass. Ja, aber ein größeres will ich haben. Da passt noch 8000 Liter rein. Ja, ich will das große, das 18.000er haben. Weil wir haben so viel Pflanzenöl und dann auch Diesel zum Verkaufen. Das will ich nämlich jetzt noch schnell in die Wege leiten. Ja, der fährt ja nur 43 hier. Ja gut, der Vorteil ist, man kann nicht vom Blitzer erwischt werden. Das stimmt. Oh. Und das ist ja auch noch fertig. Wie viele Folge ist das jetzt? 5.6. Samstag müsste das sein, der 6. Ja, 6. Gut. Da haben wir noch eine. Da kann ich nachher noch ein bisschen Englisch Vokabeln lernen. Ja, so ist das. Ich finde es immer schön, wenn man auf so einer Karte unterwegs ist und ständig irgendwo einem jemand entgegenkommt. Wir müssen mehrere hier auf dieser Karte sein. Ja. Wenn so ein René oder Bennett auch mal Lust hat und Zeit hat, kann gerne vorbeikommen. Ja, ich müsste einfach mal im Discord nochmal schreiben, ob da vielleicht noch jemand Lust hat. Weil normalerweise müssten die ja regelmäßig Videos von dir kommen. Denke ich mal, behaupte ich mal. Boah. So, komm, jetzt gehen wir mal in die Innenperspektive. Dann sehen wir mal ein bisschen was. So, dann fahren wir mal zur Ölmühle. Wow, wobei jetzt... Ja, das kann jetzt schon wieder eng werden. 19 Uhr hat die Ölmühle zu. Das hatte ich befürchtet. Aber es müsste reichen. Halbe Stunde. Ding. Der Weg ist nicht weit. Aber ich kenne mein Glück. Ich kenne mein Glück. Ich bin drin, befülle mich mit Pflanzenöl und dann macht das Ding zu und ich komme nicht mehr raus. Das ist schlecht. Das wäre sehr schlecht, ja.
Aber ich sag mal, das sind jetzt 3 Minuten vergangen. Ich bin beim Hof schon. Das passt locker. Weiß nicht, wie schnell das befüllen geht. Oder sollte ich sagen, wie langsam? Ne, ich glaube, das geht ja, schnell, weil das schnell. Rieselt ja von oben geht runter. Ich hab's selber schon gemacht. Geht wird schnell. Tja. Ich hoffe mal, dass da genügend produziert worden ist. Ich will halt einfach gucken, dass wir über Nacht einfach die Dieselproduktion am Laufen haben, dass da ein bisschen was passiert. Und den hier noch aus? Weil durch den Dieselverkauf, denke ich mal, wird auch einiges an Geld reinkommen, was wir dann in vielleicht in ein neues Feld investieren können. Von den Kompost-Packs, also Big Packs von den großen. Oh, 9 Stück habe ich jetzt rausgekriegt vom Ganzen. Ich weiß nicht, dass die Silos drüben hatte ich, glaube ich, leer gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich glaube, ja. Gut, weil dann müssen wir nämlich gucken, dass man das Stroh da noch reinbekommt in die Silos, dass da wieder neuer Kompost produziert wird. Muss ich mal gucken, ob ich das gleich noch mache oder wenn jemand anderes Zeit hat. Oh, hier geht's rein. Nein, hier geht's nicht rein. Ah, da geht's rein. Lass ich den einmal schön hochfahren zum. Ja. Sollte man leicht nicht so machen. So, guck mal, es ist 18:42 und ich bin da. So, Klappe auf. Klappe auf, Affe tot. Klappe zu, Affe tot. Nee, wollte gerade sagen, das war Klappe zu. Also, Klappe auf. So, wir haben 24.000 Liter Pflanzenöl hier oben. Und wieso? Da, jetzt Filter. So, mal gucken, ist da noch was in der Produktion drin? Nee, das war alles. Na gut, einmal 18.000 kriege ich weg. So, dann warten wir mal schnell. So, lass uns mal was gucken. Was würde Kraftstoff bringen und was bringt Pflanzenöl? So, fertig gepflanzt und der Hof. Kraft, boah, 3.200. Schön gemacht worden. Ja, oh. Ja, Manuel weiß warum. So, wo ist hier Pflanzenöl? Ja gut, das bringt nicht so viel. Ja gut, dann wissen wir, was wir machen. Lass mich da noch stehen. So, wo soll denn jetzt der Bums hin? Ich würde sagen, das stellen wir am besten. Stellen doch da oben neben den Viehanhänger. Da in den Unterstand. Da ist er direkt da, wo er demnächst dann irgendwann wieder gebraucht wird. Haben wir jetzt eigentlich Roggen? Roggen ist jetzt angesät, gerade. Gut, dann können wir nächstes Mal, brauchen wir auch Mehlproduktion irgendwie. Ja, da kommt der Roggen, zumindest ein kleiner Teil in die Hefe. Mehlmühle. Ja, die kann man ja kaufen beim Shop, das ist ja nicht das Problem. Und Wasser haben wir da. Und Hackschnitzel haben wir auch. Hackschnitzel haben wir, das haben wir. Aber Lagerregal, Hefekartons brauchen wir. Dann brauchen wir. Was brauchen wir noch? Ja, nur Mehl und Wasser. Und wie gesagt, das kommt alles. So. Wohin jetzt? Ich muss auch mal schon gucken. Ich stell ihn dann neben der Bäckerei hin. Da. Oh. Wasser, Roggenmehl brauchen wir, Hefe. Ja. Hefe. Ich werde dann einmal kurz Hefe kaufen schon mal. Das nächste. Ja, ich fahre dann da gleich mit dem Sprinter hin. Jo, genau. Ja, da passt ja, kann's ja schon mal machen, genau. Das ist, glaube ich, bei Frau Brausgitter müsste das sein. Ja. Ja, ja. Das ist sogar. Willst du mitkommen, Manuel?
Kann man in den Sprinter zu zweit rein? Ja, ja, lass mich schon kaufen. Ja, geh im Sprinter rein, dann kaufen wir. Gleichzeitig. Du kannst ja. Na? Wo ist hier der Trigger? Manuel, geh im Sprinter. Ja. Hier ist er. Gleichzeitig kaufen. Ich warte jetzt um. Wolltest du so? So. Der nächste Kraftstoff wird produziert. Hast du nicht geschafft? Ah, doch, jetzt ist, hast du geschafft. Ist jetzt selber kein. Ah, ab geht die Post. Oh, das wird aber ziemlich schnell. Uiuiui. Sprinter ist halt Mercedes. Ja, ist ein Mercedes und der fährt ziemlich schnell. Aber denk dran, dass die Bremsen bei dem nicht wirklich gut sind. Wenn du einmal antippst, in echt ist gefühlt Gefahrenbremse. Da lernst du direkt fliegen. Den muss ich mir irgendwann mal angucken. Ich muss mal da die Bremsleistung ein bisschen erhöhen. Ein bisschen die Geschwindigkeit, weil der fährt schneller als 80. Aber darf 400. Der darf wo nicht hast weil der Quadranten macht. Wo hast du den Ladewagen den, hingestellt? Unten. Habe ich ihn hingestellt. Überladestation von den Big Packs dann neben dran, da wo die Achso. Weil ich will das Ding noch voll machen, das Kompostsilo mit dem Stroh. Nee. Hä? Überladestation. Ach da. Genau. Bei den Heuballen. Lass dich ich bin raus. Ich wollte gerade noch. Ich lass dich hinten raus. Ich lass dich hinten. Ja, okay. Alles so, zack. Passt. Oh. So, reinwerfen. Wir haben keine Zeit. Rotbäcker, be like. Ich wusste gar nicht, dass sie fliegen können, dass sie hinter der Wand backen können. So. Ach, da ist noch jede Menge Kompost da, sehe ich gerade. Nein, das reicht locker. Ja, 12 Kartons passen maximal. Ja, Manuel. Also. Ja, das reicht locker. Ja, 12 Kartons, das sind 12.000 Liter. Da kannst du. Nein, wir. Da kannst du bis zum LS 30 Brot backen. Wir brauchen Roggenmehl. Ja, Brennholzsack könnten wir auch nochmal kaufen. Brauchen wir doch. Du hast doch Hackschnitzel. Du hast hier noch jede Menge Kompost zum Verpacken. Kompostsilo. Haben wir das auch oder müssen wir das auch mitnehmen? Das müssen wir selbst machen. Deswegen haben wir Roggen angesehen. Das können wir aber auch kaufen. Ja, das ist aber Schwachsinn, deswegen haben wir es extra jetzt angesät. So, jetzt muss ich irgendwie das Förderband erstmal leer bekommen hier. Da ist das so ein bisschen. Ich weiß, wie das geht. Zeug drauf. Oh. Ja. Hörst immer nach Gehör. Ja, so nach Gehör, so. Wenn's krackt, so nach Gehör. Oh, jetzt kann ich das hier, wieso kann ich das jetzt hier nicht abladen? Handbremse, Gehör! Muss ich das hier machen? Wir schauen mal beim Gacki vorbei. So. Ja, kannst du machen, aber wir machen erst einmal Feierabend für heute. Morgen dann geht's weiter hier mit einer neuen Folge. 17 Uhr wie immer. Bis dahin, macht's gut und tschüss, wow.